Ja, hallo zusammen. Willkommen zur zweiten Bildbesprechung in der Reihe Eure Bilder auf YouTube. Und wir haben heute drei Bilder von der Barbara, von der Katrin und von Matthias. Und ja, ich fange einfach mal direkt an, damit das Video nicht so lang wird, mit diesem wunderschönen Bild von der Barbara. Und ich habe jetzt mal das anders gemacht als bei der ersten Bildbesprechung. Das heißt, ich habe das vorab schon mal bearbeitet und werde jetzt einfach mal meine Bearbeitung hier einfügen und an euch dann erklären, warum ich das gemacht habe. So, und zwar seht ihr, dass ich hier rechts oben im Bildrand das dunkler gemacht habe. Das hängt sicherlich mit der Fotografie zusammen. Da waren so helle Lichter. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Jetzt seht ihr, dass ich rechts die Baumreihe auch dunkler gemacht habe. Und wenn ihr jetzt mal links bei den Felsen guckt, da habe ich sowohl Dunkelheiten als auch Helligkeiten eingefügt. Das habe ich erstmal die Dunkelheiten gemacht. So, und dann Helligkeiten nochmal eingefügt an einigen Stellen. So, vor allen Dingen ganz hinten. Dann bin ich hingegangen und habe an der Wasseroberfläche nochmal so Reflektionen von Wasser eingefügt. Vielleicht ein bisschen viel, aber warum ich das gemacht habe, erkläre ich auch gleich. Und dann habe ich hier noch so einen Mond oder den Mond noch eingefügt mit so einer kleinen Wolke davor. Und dann noch, das erkennt ihr wahrscheinlich gar nicht, das sind ja Nordlichter, habe ich oben im Himmel nochmal so ein paar Nordlichter eingefügt. So, und das glaube ich, das war es jetzt auch. Ne, da kommt noch was. So, jetzt habe ich alle, meine Veränderungen sind jetzt eingearbeitet. Und jetzt schauen wir uns das Bild erstmal in Ruhe an und besprechen das mal. Dazu nehme ich mir jetzt erstmal eine andere Farbe, wie immer. Und wir fangen erstmal mit der Bildkomposition an. Und zwar, wenn wir uns das Bild erstmal anschauen, also das werdet ihr jetzt wahrscheinlich immer wieder sehen bei Landschaftsbildern, dass ich das Bild halt in erstmal in Quadranten aufteile und dann nachher diese Drittelregelung anwende. So, also wenn wir das jetzt hier in vier Quadranten aufteilen, das ist mir einfach nicht dunkel genug, ich brauche noch eine dunklere Farbe. Ich dachte, das wäre schon die dunkelste. So. Ich habe jetzt hier im Programm, das hat mir der René empfohlen, einer der Abonnenten, das ein bisschen besser funktioniert, als das, was ich vorher hatte, nur ich kenne mich noch nicht so gut aus, deswegen, Entschuldigung, wenn das jetzt nicht so klappen sollte. So, jetzt seht ihr erstens mal hier, es ist keine der Bildobjekte befindet sich auf diesen teilenden Linien, was schon mal sehr gut ist. Ihr seht halt auch, dass die vier Quadranten hier wirklich mit unterschiedlichen Bildelementen gefüllt sind und dass da nichts in irgendeiner Art und Weise symmetrisch ist. Also wunderbar, so soll es eben auch sein. Wenn wir uns dann die Drittelregel mal anschauen, inwieweit die hier zutrifft, also wenn man jetzt hier das Bild in Drittel einteilt, das ist ja wirklich nur jetzt ein Vorschlag, das müsst ihr nicht immer sklavisch machen, aber damit kann man ganz gut schon erkennen, worum es geht. Dann sagt man in der Regel so, das seht ihr beim Bild von Matthias nachher auch nochmal, dass der Bildschwerpunkt möglichst an einen der Schnittpunkte sein sollte. Der Bildschwerpunkt ist jetzt aus meiner Sicht sind eher so diese Berge und zwar konkret diese Stelle hier. Ja? So, und jetzt haben wir auch den Grund, warum ich an dieser Stelle den Mond eingefügt habe. Der hat für mich nämlich ein bisschen gefehlt. Also auf der einen Seite möchte ich hier, das werde ich jetzt gleich nochmal machen, hier diese Hügelkette noch ein bisschen mehr Helligkeit vermitteln. Und dann habe ich hier nochmal diesen Mond und damit habe ich so einen kleinen Eyecatcher, der vorher nicht da war. Da hat das Bild, das ist zwar sehr harmonisch, aber es fehlt so für mich, also natürlich ist natürlich ein super Bild, aber für mich fehlt da so ein Knaller. Ne? Also irgendwas, wo mein Auge dann ganz gezielt hingeht. Wo haben wir denn hier die hellste Farbe? Ich glaube hier. So. Jetzt mache ich das hier nochmal deutlich heller, damit ihr einfach seht, was dann passiert. So, und hier auch nochmal heller machen. So, und jetzt ist halt so, dass ich hier an der Stelle wirklich so den Eyecatcher habe. Ihr seht auch, dass ich hier im Sehbereich hinten das deutlich heller gemacht habe, einfach deswegen, um das Auge da nochmal hinzuführen. Das ist der Bildschwerpunkt. Und von dort aus fängt das Auge dann an zu wandern. Ne? Also
Was ich sehr auffällig finde und was ich auch gerne wegmachen würde, das sehe ich jetzt gerade, mache ich jetzt auch, mal ganz frech. Das sind diese gelben Flecken hier rechts unten an den Felsen, die mache ich jetzt mal weg, die radiere ich jetzt einfach mal weg, weil diese gelben Flecken mein Auge so ein bisschen magnetisch anziehen, das möchte ich nicht haben. So, okay, und jetzt ist es so ein bisschen ausgeglichener. Das heißt, das Bild wird jetzt hier durch die, ich brauche eine dunkle Farbe, Entschuldigung, das dauert alles so ein bisschen. So, das Bild wird jetzt durch diese V-förmige Anordnung, so das Auge wird in das Bild so reingeführt, wandert relativ schnell, geht diesen Weg relativ schnell an den Bergen entlang und kommt dann hier wirklich zu dem Hauptpunkt, geht dann oben in den Himmel rein und wird dann durch das zweite V, das hier oben durch diese Bäume und hier durch den dunklen Himmel hier gebildet wird, wird wieder ins Bild wieder zurückgeleitet, sodass das Auge also wirklich was zu tun hat und nicht gelangweilt ist und dass also das Bild spannend bleibt, dass man jetzt so nach 5 Minuten keinen Bock mehr hat, dieses Bild anzuschauen. Ne? Aber ihr seht halt auch, wie entscheidend es ist, in so einem Bild dann, so wie die gelben Flecken wieder, das müssen Sie eben wegmachen. Es ist, wie entscheidend es in so einem Bild sein kann, so ein Bildelement wie diesen Mond hier einzufügen, der wirklich so einen Bildschwerpunkt dann darstellt. Dann habe ich hier vorne ja noch so Wasserflächen hier eingefügt, so Reflektionen eingefügt von den Nordlichtern, und zwar aus dem einfachen Grund, damit man hier noch mehr den Eindruck von Wasser hat. Hier haben wir schon ein bisschen von Spiegelungen, aber in der Regel liegt über den Spiegelungen liegen noch leichte Reflektionen drüber. Das hat sich ja ganz toll gemacht, die Barbara hier vorne, ja, hier hinten auch, aber in der Mitte für meinen Eindruck zu wenig. Wahrscheinlich wollte sie halt mehr diese Reflektion dann der Nordlichter hier unten nochmal haben. Aber dadurch wirkt das Ganze hier in dem Bereich für mich so ein bisschen zweidimensional. Und durch die Verwendung der Reflexionen kriege ich halt mehr Räumlichkeit rein. Ja, und dann noch eine Kleinigkeit, und damit sind wir eigentlich bei dem Bild eigentlich schon am Ende. Ich habe hier, hier und hier erstens mal wie diese Reflexion, die bereits bestand, hier unten von dem Nordlicht hier oben eingefügt, weil wenn ich hier unten was Rotes habe, muss hier oben auch was Rotes sein. Ne? Und dann bin ich auch noch hingegangen, weil ich dachte, der Schwerpunkt soll ja der Himmel sein, der nördliche Himmel und nicht die Nordlichter im See. Dann möchte ich hier oben noch mehr knallige Farben haben. Und zwar deswegen, weil die Farben, die Spiegelungen im Wasser sind immer dunkler als der Gegenstand selber, der sich spiegelt. Also der Himmel ist heller als das Wasser. Und hier ist es, für mich ist hier der See ein ganz klein wenig zu hell geraten. Das kann man aber eben beheben, indem man den Himmel noch ein Stückchen heller macht. Ja? Und deswegen habe ich an diesen und an diesen Stellen hier halt auch nochmal grünes Polarlicht eingefügt, damit das Ganze noch ein bisschen spannender wirkt. So, jetzt mache ich erstmal meine Strichleine hier wieder raus. Und jetzt merkt er halt, dass das Bild jetzt insgesamt nochmal ein bisschen gewonnen hat. Und den Unterschied, den mache ich jetzt einfach auch nochmal klar, indem ich mal jetzt meine ganzen Änderungen jetzt nochmal rückgängig mache. Moment, falsche Taste. So. Und jetzt mache ich sie nochmal rein. Ups, das waren jetzt ein paar zu viel. Gut, man kann jetzt natürlich nur überlegen, was man hier statt des Mondes nimmt, ob man hier vielleicht statt des Mondes wieder irgendwie so einen Vogel nimmt vielleicht, der hier noch fliegt. Das sähe auch sehr schön aus, ja, finde ich. Aber ihr merkt, dass das halt dem Bild nochmal, dem Bild diesen Schwerpunkt gibt, den ich so ein bisschen vermisse. Also durch die Helligkeit ist jetzt hier ganz klar, hier ist der Bildschwerpunkt. Okay, ob ihr jetzt damit einverstanden seid, dass ich es hier nochmal dunkler gemacht habe oder nicht, klar, das ist jetzt immer Geschmackssache, aber ich habe das einfach deswegen gemacht. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit euch das deutlicher wird, um an den Kanten, an diesen Kanten hier, den Kontrast nochmal zu erhöhen. Ja, zum Beispiel hier habe ich keinen Kontrast zwischen diesen Felshang und diesen Felshang. Das ist mir der Kontrast zu schwach. Das heißt, ich würde jetzt hingehen und würde diesen Teil des Felsens ein bisschen dunkler machen, also nicht so dunkel, wie er jetzt ist, ja, und würde den hier vielleicht noch ein bisschen aufhellen, und dann kriege ich halt noch mehr Tiefe da rein. Ich versuche es nochmal hier so anzudeuten, damit er das nochmal erkennt, ne? Seht ihr jetzt?
So, und jetzt ist dieser Hügel ganz klar vor diesem Hügel. Ja. Moment, muss ich wieder rückgängig machen, damit ihr auch den Unterschied seht. So. Ihr merkt auch, also wenn man hier zum Beispiel diesen Bildausschnitt, ich finde diesen Bildausschnitt eigentlich auch gar nicht so schlecht, merke ich jetzt gerade. Das ist auch immer spannend, hinzugehen und mit einem Motivsucher mal Bildausschnitte auszuwählen. Zum Beispiel jetzt hier ist der Himmel eindeutig bestimmt, ja? Und hier wäre die Reflexion im Wasser bestimmt. Ja? Und im Original, wenn wir wieder die kleinere Vergrößerung nehmen, seht ihr, dass es relativ ausgewogen ist. Es ist klar, ist der Himmel bedeutsam, aber man sieht halt auch, das Wasser ist sehr bedeutsam. Ne? Also man könnte hingehen und könnte jetzt tatsächlich hier sagen, ich wähle vielleicht nur einen anderen Bildausschnitt, um den Fokus hier nochmal stärker zu betonen. Und also ich finde solche Bilder einfach total klasse, weil man daran halt sehen kann, wie viel Gedanken man sich machen kann und wie sehr man so ein Bild nochmal verändern kann und eine ganz andere Stimmung erzeugen kann. Gut, also erstens mal ein dickes Dankeschön an die Barbara, dass sie mir das Bild zur Verfügung gestellt hat und auch ein richtig großes Kompliment für dieses Bild. Das finde ich wirklich, diese kühle, klare Stimmung vom Norden einfach ganz, ganz toll rüberbringt. Okay, dann gucken wir uns jetzt das zweite Bild von der Katrin an. Ja, das Bild ist jetzt von der Katrin. Mal was ganz anderes, keine Landschaft. Das finde ich auch sehr spannend. Und an dem Bild, ganz ehrlich sagen, also da wüsste ich fast nichts, was ich verbessern soll. Also das ist wirklich schon richtig, richtig hohes Niveau. Und ja, erstmal große Gratulation an Katrin für dieses wirklich tolle Kunstwerk. Was ich hier ändern werde, das sind ein paar Kleinigkeiten und es geht eigentlich immer wieder um das gleiche Thema. Wenn wir uns mal diesen Schmetterling da in der Mitte anschauen, dann seht ihr vielleicht, dass man in diesem Bereich hier die Fühler kaum erkennen kann und in diesem Bereich hier der Kontrast zu den Staubblättern oder was das hier sein soll, zu schwach ist und ein paar andere Kleinigkeiten noch. In diesen Bereichen hier könnte man noch, so wie sie es hier gemacht hat, noch ein bisschen mehr Dunkelheiten reinbringen, damit sich dieser Teil der Blüte hier in der Mitte nochmal stärker von den Blütenblättern abhebt. Und eine letzte Kleinigkeit, das ist hier unten in den Bereichen hier, hier und hier an den Blättern und am Stängel, da würde ich die Kontraste nochmal stärker, noch mehr betonen. Und das ist eigentlich wirklich das Einzige, was ich hier zu bemerken habe. Ich würde hier an einigen Stellen die Kontraste heute erhöhen. Und welche Auswirkungen das hat, das zeige ich euch mal erstmal hier vorne. Also da an den hinteren Flügelenden des Schmetterlings, wenn ich es also hier dunkler mache, dann seht ihr vielleicht, dass der Schmetterling deutlich mehr hervorkommt. So, diese dunkle Farbe verwende ich jetzt hier am rechten Rand nochmal hier. Und dann müssen wir eine etwas weniger dunkle nehmen. Diese Farbe hier vielleicht. Das Blütenblatt würde ich hier ein ganz klein wenig heller machen, damit es sich hier besser abhebt gegen den Flügel. So, dann brauche ich auch noch eine dunklere Farbe, vielleicht die hier. Und wieder arbeite ich jetzt nur mit Farben, die im Bild drin sind. So, ich verdunkle das jetzt hier an den Stellen. Zwar hat sie das auch schon so immer, die hat den Kontrast zum Beispiel hier, der Kontrast zwischen diesem Blatt und diesem Blatt ist genau an der Kante, ich mal übertreibe das immer, genau an der Kante hat sie den Kontrast erhöht und genau das ist, warum dieses Bild so realistisch wirkt, weil wir halt hier diese starken Kontraste haben. So, füge ich das hier auch noch ein. Das klappt jetzt mit der Maus leider nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. So, dann brauchen wir ein dunkles Orange. Schubsdiwups, nehmen wir vielleicht das hier. Machen wir es hier noch ein bisschen dunkler. So. Okay, sieht jetzt nicht so toll aus, weil ich das Werkzeug, das ich hier verwende, mit meiner Maus halt nicht so prickelnd ist. So, dann
Was die Fühler angeht, da würde ich halt ganz dunkle Farbe nehmen. Noch dunkler, also praktisch schwarz, und die Fühler nochmal nachzeichnen. Und dann seht ihr, dass die hier wirklich, ich hoffe, dass ihr das seht, dass die jetzt viel stärker rauskommen. Ich mache es immer ein bisschen dicker. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier mehr Räumlichkeit in dem Bereich. Es ist also mehr klar, wo der Schmetterling genau ist. Man kann ruhig auch den Kopf hier auch noch schwarz machen, das macht gar nichts. Oder hier den vorderen Flügelrand, würde ich auch noch betonen. Und dann würde ich eine etwas hellere, aber immer noch dunkle Farbe nehmen. Welche habe ich denn? Ich habe es schon einmal bearbeitet. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Farbe. Ich glaube, die habe ich genommen. Und zwar hier im Bereich des Hinterleibs würde ich durchaus ein bisschen heller machen hier. Und zwar, weil dieses Rot hier im Bereich des Hinterleibs mir ein bisschen zu ähnlich ist von dem Rot, das ich hier finde. Ja, im Mittelpunkt der Blüte. Und dadurch erscheint das beim Schmetterling so ein bisschen, als wenn es von unten durchscheinen würde. Ja. So, und wenn ihr etwas andere Farbe nehmt, seht ihr, dass er deutlich eigenständiger wirkt. So, okay. Dann nehmen wir uns mal so eine dunkle Blattfarbe und hier in diesen Bereichen, Moment, das muss ich meine Sprühflasche, mein Werkzeug hier ein bisschen dicker stellen, sonst brauche ich hier ewig. Hier, wie gesagt, in den Bereichen würde ich es halt ein bisschen dunkler machen, damit dieser Mittelpunkt der Blüte nochmal ein bisschen stärker rauskommt. So, okay, so. Und dann so eine Kleinigkeit, wo man sich halt immer wieder vertut, es ist, also ihr denkt vielleicht, ja, diese, ich muss mal gucken, welche Farbe, diese Farbe, die seht ihr jetzt nicht, Moment, ich muss eine andere Farbe nehmen. Diese Farbe hier ist ja dunkel, aber die ist bestimmt genauso dunkel wie hier oder hier, ja. Und das stimmt nicht. Das kann ich euch jetzt beweisen. Ich habe hier so ein Werkzeug, mit dem ich einfach nur eine Farbe vom Bild aufnehme und an der anderen Stelle einfüge. Ja. Wenn ich jetzt hier die Farbe an diesem einen Blatt aufnehme und hier unten einfüge, dann guckt mal, wie dunkel es ist. Ihr seht, dass es wesentlich dunkler ist. Und zwar kommt es dadurch zustande, das ist jetzt so ein ganz allgemeiner Tipp, das hat nichts mit dem Bild zu tun, dass wir hier einen stärkeren Kontrast haben, weil wir haben hier Weiß und hier haben wir das Grün und da ist der zum Weiß wirkt das Grün natürlich wesentlich dunkler als an der Stelle hier, wo das Grün, das dunkle Grün gegen ein helleres Grün steht. Gegen ein helleres Grün steht, so muss ich es betonen, und nicht gegen ein Weiß. Ja. So. Das heißt, Kontraste erscheinen uns stärker in Abhängigkeit von der Umgebungsfarbe. So, jetzt muss ich mal eine gute Farbe finden, die dunkel ist, aber nicht zu dunkel, dass ich hier unten die Blätter noch ein bisschen im unteren Bereich hier, ja, das ist gut, sondern ein bisschen dunkler mache. Hier die, boah, das ist so gut, guck mal hier an der Stelle auch. Also auch hier sogar diese Kleinigkeiten hier, ich mache das mal größer, Moment, damit ihr das mal seht. Also vergrößern, okay, Vergrößerung. Guck mal, an dieser Stelle hier hat sie, ups, jetzt muss ich es rückgängig machen. Nee, wie kriege ich das jetzt weg? An dieser Stelle hier, so, an dieser Stelle hier hat sie den dahinterliegenden kleinen Zweig hier, diesen Zweig, dunkler gemacht im Verhältnis zu dem helleren Teil des Zweiges hier. Ja, und damit ist klar, dass dieses kleine Pinörkelchen hier hinter dem großen Stängel liegt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man jetzt sieht, ey, das ist wirklich schon wirklich ganz großes Kino hier. So, jetzt muss ich es wieder kleiner kriegen. Gucken, jo, passt. So, jetzt haben wir es hier ja dunkler gemacht. Das machen wir hier weiter. Hier unten hat sie so ein Violett genommen. Das finde ich auch eine tolle Idee. Hier will ich es auch noch ein bisschen dunkler machen. Kleinigkeiten. Und diese Stelle, direkt am Blattansatz, da gibt es gar nicht. Da muss ich jetzt ein dunkles Violett nehmen. Die würde ich deutlich dunkler machen. Hier gucken, ob das passt. Diese Stelle hier. Ein bisschen übertrieben. So, das müssen wir so ein bisschen kleiner kriegen. So. Seht ihr, was es ausmacht, hier an dieser Stelle das dunkler zu machen? Jetzt müssten wir hier noch einen Farbübergang hinkriegen. Das kriege ich jetzt mit meinem
komischen Instrument hier nicht hin. Auch hier würde ich es durchaus noch ein bisschen dunkler machen, damit dieses Blatt noch mehr rauskommt. Und das schadet nichts, ne? Und es gibt einfach noch mehr Kontur. Das ist jetzt zu dunkel. Ja, ich mache es jetzt einfach mal so. Damit ihr seht, nochmal hier an dieser Stelle habe ich jetzt hier nochmal den Kontrast zwischen dem hinteren Blatt und dem vorderen Blatt erhöht und er kriegt damit halt mehr Kontrast rein. Ne? Das sind so Sachen wie zum Beispiel hier, da liegen zwei Blätter, dieses und dieses hier übereinander und das ist kaum erkennbar, weil weil hier der Kontrast, da könnte der Kontrast noch ein bisschen stärker sein, aber es ist unglaublich schwierig bei Gelb und Orange das gut hinzukriegen und hier sind tausend Stellen, wo es richtig, richtig toll ist. Ja, also bei dem Bild kann ich nur ganz dickes Lob aussprechen. Meine, die Bilder sind alle gut, das wisst ihr selber. Und dieses Bild sticht halt nochmal so ein bisschen raus, weil da wirklich ganz viele Sachen drin sind, die einfach richtig gemacht sind. Okay, das war's für heute mit Bildbesprechung. Ich würde mich freuen, wenn ich noch weitere schöne Bilder von euch zugeschickt bekomme und ich wünsche euch viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nun zum dritten Bild von Matthias. Der hat ja schon bei der Bildbesprechung im Februar 2016 ein Bild zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das übertrifft das erste noch um Längen. Wirklich ganz hervorragend, sowohl was die Bildkomposition als auch den Einsatz der Farben angeht. Das Bild ist relativ groß, auch genau wie das erste, ich glaube 50 auf 70 und es ist in Öl gemalt, nicht in Acryl. Zu dem Bild gibt es eigentlich ganz wenig da gibt es eigentlich ganz wenig zu verbessern. Da könnt ihr im Prinzip nur ein paar Vorschläge machen und euch mal so zeigen, was halt wirklich eine gute Bildkomposition ausmacht. Ich steige mal direkt ein und zwar habe ich jetzt schon mal einiges vorbereitet, um mir die Arbeit ein bisschen zu erleichtern und damit das Video nicht so lange ist. Und zwar habe ich schon hier einiges eingefügt und jetzt seht ihr hier rechts am Rand, dass ich da den Strand, die Strandlinie praktisch horizontal weitergeführt habe und dieses Meer wegmache. Und ihr seht auch, dass ich bei den Felsen, die dem Licht abgewandten Seiten alle dunkel gemacht habe und an den Boden der Felsen noch einen Schatten zugefügt habe. Und warum ich das gemacht habe, das erkläre ich euch gleich. Was euch vielleicht auffällt, wenn ihr das jetzt betrachtet, dass das Bild plötzlich rechts mehr Gewicht kriegt. Ja? Dann schaut euch jetzt die Bäume, die Stämme an. Auch bei den Stämmen habe ich, die habe ich nur dunkler gemacht, um den Kontrast nur ein bisschen zu erhöhen. Aber das muss nicht unbedingt sein, weil ich muss jetzt mal weiterklicken. Da, 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 so. Jetzt kommen wir bei den Bäumen. Jetzt seht ihr, dass die Stämme da nochmal dunkler werden. Dadurch entwickeln die mehr Kontrast im Vergleich zum Hintergrund, aber da ist jetzt nicht so viel zu sagen. Zur Bildkomposition selber. Ich habe rechts oben am Himmel, das Blöde ist, dass ihr die Maus leider nicht sehen könnt, die ich hier mal habe. Rechts oben am Himmel habe ich noch zwei Vögelchen eingefügt. Die muss man nicht einfügen, aber warum ich das gemacht habe, das erkläre ich jetzt. So. Bam. Also, jetzt fangen wir erstmal an. Ich brauche jetzt eine dunkle Farbe. Nehme ich mir hier die. Okay. Und zwar, wenn wir uns jetzt die Bildkomposition anschauen, dann sehen wir sehr schön, wenn wir das Bild jetzt so teilen, wie man es eben nicht teilen sollte, dann sehen wir, dass alle vier Quadranten des Bildes mit völlig unterschiedlichen Motivteilen ausgestattet sind. Also wunderbar, genauso soll es sein. Und wenn wir jetzt mal die Drittelregeln anwenden wollen, das heißt, wenn man das Bild in lauter Drittel unterteilt, dann kann man halt auch erkennen, dass die Horizontlinie zum Beispiel am oberen Drittel läuft, wunderbar ausgewählt. Und es gibt halt eine Regel, hängt mit dem goldenen Schnitt zusammen, es ist ein bestimmter Bruch. Also eine Aufteilung von einem Bild, die unserem Auge oder unserem Gehirn eigentlich besonders gut gefällt. Und das hat man immer dann, wenn der Schwerpunkt im Bild an den Knotenpunkten an Knotenpunkten dieser Linie zu finden. Also ihr seht ja ganz klar, der Schwerpunkt sind natürlich diese zwei Bäume. Und das ist natürlich perfekt. Ne? So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache, warum ich da die Linie hier von der Küste hier verlängert habe,
Weil dann habe ich nochmal ein zusätzliches Element. Und zwar seht ihr hier wie am Horizont eine gerade Linie. Das hat man in Landschaftsbildern sehr häufig, dass man so Horizontallinien hat. Ist ja ganz klar, Horizontlinie, da kommt der Begriff her. Was man dann machen kann, um das halt aufzulockern, ist irgendein senkrechtes, vertikales Objekt einzufügen. Das sind jetzt hier die Bäume. Und idealerweise befindet sich der Bildschwerpunkt an dem Schnittpunkt dieser beiden Schenkel des Ls. Und genau hier haben wir auch wieder die Bäume. Also es ist einfach wirklich sehr, sehr hervorragend. Gleichzeitig habe ich aber diese Linie auch noch eingefügt, um Gegengewicht zu schaffen gegen diese abfallende Linie der Vegetation. Vorher hatte ich zwei abfallende Linien, da war nämlich hier die Küstenlinie. Und das führt dazu, dass das Auge hier rechts unten in den Rand so ein bisschen reingeführt wird. Und was ich aber möchte, ist, ich möchte, dass das Auge ins Bild hineingeführt wird, irgendwann wieder zurückkommt, in jedem Fall nicht gelangweilt oder, also nee, das kann man hier sowieso nicht sagen, aber dass es halt einfach so magnetisch angezogen wird. Und magnetisch angezogen wird es natürlich hier von dieser Baumgruppe, ja. Und deswegen habe ich hier eben auch die Felsen hier, die Kontraste nochmal erhöht, weil jetzt habe ich nämlich ganz klar ein Gleichgewicht gegen diese Bäume, die sonst das Bild zu sehr links belasten würden, sozusagen. Aber es ist nur minimal. Es ist also, wie gesagt, das Bild kompositorisch wirkt ganz hervorragend. So, die Vögel hier oben haben dann auch noch den Effekt, ne? Also wenn ich jetzt so völlig unbedarft in das Bild schaue, dann wird mein Auge hier so von den Bäumen zu den Felsen, zu den Vögeln und dann in den Himmel geleitet und kommt von da wieder an den Bäumen zurück. Und das ist halt perfekt, so muss es sein. Ne? Deswegen diese Vögelchen. Das muss nicht sein, weil ihr seht hier, mache ich mal ein bisschen größer, hat er, finde ich ganz toll, nochmal als Eyecatcher am Horizont, also in der Tiefe des Bildes, damit hat er aber auch mehr Räumlichkeit reingebracht, nochmal diese Häuser hier gemacht. Ne? Und damit sind wir jetzt auch schon bei dem Lob, was man hier alles sagen kann, wo halt wirklich das gut umgesetzt worden ist. Zum Beispiel die Kontraste von den Bäumen zum Hintergrund ist an allen Stellen hoch. Es ist immer ein hoher Kontrast. Damit ist klar, dass die Bäume weit vorne sind. Dann hat er hier an diesen Stellen, es ist mein Schwarz nicht dunkel genug, hier, jetzt mache ich es gerade zu. Da bei dem Baum habe ich gerade so einen dicken, fetten, schwarzen Fleck gemacht. Wenn ich den jetzt wieder wegmache, dann seht ihr, dass da so ein Loch ist. Diese Löcher hat er an anderen Stellen auch. Wenn er diesem Pfeil jetzt hier folgt, hier an dem Baum, hat er hier so ein Loch rein. Also hier, das ist total wichtig, dass er in solchen Bäumen kleine Lücken lässt, weil die haben diese Lücken, wo der Hintergrund durchschimmert. Weil damit wird halt auch wieder dem Auge oder dem Gehirn klar, aha, die Bäume sind relativ weit vorne. Eine andere Sache, die er noch hervorragend gemacht hat, ist hier der Kontrast zwischen Himmel und Meer. Also die Horizontlinie hat er sehr stark betont. Und was wirklich ein Highlight ist, ist diese Stelle. Und zwar, wenn wir uns das nochmal ein bisschen kleiner anschauen, dann kann man sehen, dass diese Hügelkette eben nicht parallel zur Horizontlinie läuft, sondern leicht nach hinten wegläuft. Und das hat er genau mit dieser Stelle hier erreicht, weil dort hat er nämlich, muss ich nochmal größer machen, dort hat er nämlich diese Hügelkette mit einem trockenen Pinsel ganz leicht mit dem Hintergrund vermalt, so dass es völlig diffus ist. Ihr könnt da keine Grenze mehr zum Himmel sehen, wie zum Beispiel hier. Das hat er aber auch an vielen anderen Stellen gemacht, hier und hier. Da hat man nicht diese krasse, harte Linie so, dass man hier eine ganz harte Linie hat, weil das ist nicht so. Ihr habt viel Atmosphäre, die zwischen euch und dieser Hügelkette liegt. Und diese Atmosphäre dämpft alles, also die filtert im Prinzip alles, was an exakten Linien ist, heraus. Also hier ist ganz klar, das ist nah, da brauche ich eine klare Linie, eine klare Abgrenzung zum Hintergrund, aber nicht bei Gegenständen, die weit in der Ferne sind. Okay, also dickes Kompliment an Matthias, das hat er wirklich hervorragend gemacht. Und das ist jetzt für mich auch nochmal so ein Punkt, wo ich euch halt einfach einladen möchte, mal eure Bilder zu schicken. Also ich glaube, viele von euch haben so ein bisschen Angst, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht verrissen, hoffentlich ist mein Bild gut genug und oh Gott, jetzt hat der Matthias hier so echt so eine Steilvorlage gemacht. Alle Bilder sind gut, also zum Beispiel auch heute, alle drei Bilder sind wirklich ganz hervorragend und ich habe wirklich jetzt bei den Bildbesprechungen kein in Anführungsstrichen schlechtes Bild gesehen. Schlechte Bilder gibt es meiner Ansicht nach sowieso so gut wie gar nicht. Schlechte Bilder sind nur diejenigen, wo die es malen, von sich ein bisschen zu sehr überzeugt sind. Ne? Aber wie ich halt immer in den Rückmeldungen sehe, wer von euch
von den Abonnenten hingeht und seine Bilder selbstkritisch guckt, zum Teil leider ein bisschen zu selbstkritisch, Klammer zu, ne? Da ist klar, dass die Bilder alle ihren Charme haben. Und ihr seht ja auch, was ich euch hier sage, das sind Tipps und Tricks. Und wie man selbst bei so einem wirklich hervorragenden Bild nur wirklich nur mal 2% Steigerung nur rausholen kann. Ne? Also, wenn er wollt und ihr bisher Angst habt, dann hoffe ich, dass ihr jetzt die Angst ein bisschen verloren habt. Schickt mir eure Bilder nach den bekannten Konditionen und dann mache ich dafür auch eine Bildbesprechung und ihr habt ein großes Publikum dafür. Okay, viel Spaß beim Malen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.